willkommen, eine volle Aula, eine akademische Feierstunde. Das ist das, was wir uns wünschen und was, glaube ich, auch in einer Public-Private Partnership wunderbar ist. Seit 1991 haben Sie das Institut für Zuckerrübenforschung als Direktor geprägt und weiterentwickelt. 2002 wurde durch Ihre Initiative das Institut umstrukturiert zu einem An-Institut der Universität. Sie haben sich über die ganze Zeit insbesondere für die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wirtschaft und Lehre engagiert. Und das Letzte ist nicht unwichtig an einer Universität. Und Sie sind damit für die Universität Göttingen auch ein bisschen ein Pionier gewesen im Bereich des Wissenstransfers und der Gestaltung von Public-Private-Partnership-Aktivitäten. Zusammen mit der Fakultät möchten wir als Universität daher heute nicht nur durch mein Grußwort und unsere Worte die Anerkennung ausdrücken, sondern das Präsidium hat die Möglichkeit, für besondere Verdienste für die Georgia Augusta eine ganz neu eingerichtete Universitätsmedaille in publica commoda zu verleihen. Und Sie können sich nach dem, was ich gesagt habe, sicher sein, dass ich mich ganz besonders freue, dass das Präsidium Sie heute als Ersten mit dieser Auszeichnung ehrt. Mit Ihnen, lieber Herr Professor Mehrländer, wechselt ein exzellenter Stratege, ein kluger Zuhörer, verständiger Moderator, beherzter Entscheider und vortrefflicher Netzwerker vom Institut für Zuckerrübenforschung in den vorgeblichen Ruhestand. Ich danke Ihnen im Namen der gesamten Zuckerindustrie für Ihre herausragende und engagierte Arbeit. Die Jahrzehnte unter Ihrer Ägide waren besonders wichtig und prägend für den vorbildlichen Weg, der voller Meilensteine ist und der so viel beinhaltet, was unsere Stadt, die Wissenschaft, ausmacht. Es geht um Forschung, es geht um Ausbildung, es geht um Wissenstransfer in viele Richtungen, es geht um Netzarbeit, es geht schließlich auch um Internationalität. Im Namen der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität begrüße ich Sie ebenfalls recht herzlich zur Feier anlässlich der Übergabe der Leitung des Instituts für Zuckerrübenforschung. Dass diese Feier in diesem Rahmen stattfindet, ist kein Zufall. Das Institut für Zuckerrübenforschung, es ist bereits mehrfach erwähnt worden, ist seit 2002 an Institut der Universität Göttingen und damit verbunden und eingebunden in die Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung und beteiligt an der akademischen Selbstverwaltung. Es existiert ein Lehrangebot mit spezifischer Ausrichtung auf die Weiterqualifikation von Berufsanfängern im Bereich des Agribusiness Sugar Beet, das von Ihnen, Herr Mehrländer, maßgeblich konzipiert wurde und das bisher von über 100 externen Teilnehmern aus mehr als 15 Ländern genutzt worden ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie der Fakultät auch im Unruhestand erhalten bleiben und Sie unterstützen, nämlich, Frau Beisiedl hat es bereits genannt, als Alumni-Manager. Sie sind ganz sicher aufgrund Ihrer Erfahrungen und Ihrer legendären Netzwerkqualitäten die ideale Besetzung und an dieser Stelle schon einmal ein recht herzlicher Dank für diese Bereitschaft. Am 1. März 1991 hat Bernward Mehrländer die Leitung des Instituts übernommen. Das war 3 Tage nach seiner Habilitationsvorlesung hier an der Göttinger Agrarfakultät. Der Terminkalender war also offensichtlich schon damals ziemlich voll. Noch im selben Jahr hat Herr Mehrländer den Koordinierungsausschuss am IFZ gegründet, der alle beratungsbezogenen Feldversuche mit Zuckerrüben in Deutschland koordiniert. Um die Erfolgsgeschichte des IFZ unter der Leitung von Bernward Mehrländer auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, er hat sein Institut zum Weltmarktführer der Zuckerrübenforschung gemacht. Liebe Frau Marlein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts freuen sich, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Arbeit am IFZ fortzusetzen und Ihre Energie
in Zukunft für die Zuckerrübe einzusetzen. Im vergangenen Juli sind Sie nach Göttingen gekommen und einige von uns konnten Sie auch schon etwas näher kennenlernen. Ihre große Professionalität ist auf Anhieb spürbar. Sie sind blitzgescheit, aufgeschlossen und Sie sind sehr offen auf uns alle zugekommen. Wir kommen jetzt zum Wechsel, zu den Worten des Wechsels, Worten zum Wechsel. Und wir werden von beiden sicherlich nicht nur Blick zurück und Blick nach vorne, sondern sicher auch noch ein paar grundsätzliche Gedanken hören. Und das ist in der Tat eine Zäsur, eine Veränderung. Erstmals hat Professor Bernward Mehrländer nicht mehr das letzte Wort, sondern nach ihm kommt Frau Mahlein. Ich bin tief beeindruckt, weil es hinter mir etwas gegeben hat, von dem ich nichts wusste, und die Medaille, die mir vorhin verliehen worden ist, mich getroffen hat wie der Blitz aus heiterem Himmel. Wir hatten ja gestern bereits eine Verabschiedung intern im Institut und ich muss die Ausführungen nicht wiederholen, aber das, was heute über das IFZ gesagt worden ist, ist das Verdienst aller in der Verwaltung, im technischen und im wissenschaftlichen Bereich. Wir waren immer ein sehr gutes Team. Ich habe versucht, die Mitarbeiter zu motivieren. Vielleicht ist die hohe Anzahl an 25- und 40-jährigen Dienstjubiläen im IFZ letztlich Ausdruck dafür, dass das gelungen ist. Genderpolitik war immer ein Anliegen von mir. Und das ist heute, glaube ich, noch nicht gesagt worden. 43 Kinder seit 1991 sind ein besonderer Ausdruck. Sind ein besonderer Ausdruck von Familienfreundlichkeit und nachhaltiger Entwicklung. Hier passt das Wort mal. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte und persönlich angenehme Zusammenarbeit herzlich bedanken. Liebe Anne, das IFZ zu leiten ist eine herausfordernde Aufgabe und bietet enorme Möglichkeiten. Darüber haben wir uns in den vergangenen 12 Monaten gemeinsamer Institutsleitung viel ausgetauscht. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass die Institutsleitung jetzt alleinig durch dich erfolgt. Ich bin heute überrascht worden, das haben Sie vorhin zumindest hier vorne sitzend sicherlich gesehen, und möchte jetzt Frau Beisiegel auch Ihnen etwas überreichen. Ich habe es bisher vermieden, über Zuckerrüben zu reden. Ich glaube, das ist auch hier und heute nicht erforderlich. Aber Ihnen, liebe Frau Beisiegel, möchte ich ein Fachbuch zur Zuckerrübe überreichen. Die Zuckerrübe ist eine sehr junge Kulturpflanze, etwa 200 Jahre erst alt. Das erste Buch weltweit zum Anbau von Zuckerrüben erschien 1811, also 20 Jahre bevor diese Aula eingeweiht wurde. Der Autor war Franz Karl Aschard. Es gibt nur noch wenige Originalexemplare dieses Büchleins, 2 davon im IFZ, 1 davon gehört mir persönlich. Ich möchte Ihnen, der Universität, diese antiquarische und wissenschaftshistorische Rarität schenken und bitten, dass bei Besuchen des IFZ mit Studierenden und Gästen in der Bibliothek jederzeit eine Einsichtnahme möglich ist. Die Unibibliothek hat dieses Büchlein noch nicht. Jetzt aber ja. Lieber Herr Professor Mehrländer, lieber Bernward, die Nachfolge eines solchen Vorgängers anzutreten, dessen Wirken bei seiner Verabschiedung sogar vergoldet wird, ist ein vielseitiges und manchmal wechselhaftes Vergnügen. Einerseits habe ich das besondere Privileg, ein national einzigartiges und international geachtetes Forschungsinstitut mit hochkompetenten und hochmotivierten Mitarbeitern zu übernehmen. Das Ziel ist klar: Das Institut geht stets mit vollem Einsatz voran. Innovation und Forschung, bitte sehen Sie es mir nach, im Sinne der Königin der Feldfrüchte. Auf der anderen Seite hat Bernward Mehrländer es in spannenden und manchmal auch ungewissen Zeiten mit stets neuen Herausforderungen auf wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene verstanden, das Institut in Forschung, technischer Entwicklung und akademischer Lehre extrem breit aufzustellen. Die zukünftige Agrar- und auch Zuckerrübenforschung wird sich wesentlich an den sich teils widersprechenden Zielen einer Produktivitätssteigerung,
eines effizienteren Ressourceneinsatzes, einer Vermeidung des Biodiversitätsverlustes und an sich ändernden Umweltbedingungen ausrichten müssen. Ich freue mich, dies gemeinsam mit Ihnen anzugehen. Ich freue mich auf die gemeinsamen Gespräche direkt im Anschluss, auf einen schönen Empfang mit Ihnen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.